Moin moin ihr Lieben, willkommen zurück zu Gran Turismo 7. Heute mit dem Clubman Cup Plus auf Goodwood. Wir werden zwei Runden unterwegs sein mit dem Mini Cooper S aus dem Jahre 65. Ja, 47 kW Leistung, 605 Kilo. Ein kleines, süßes Automobil. Und ich hatte den Mini eine Weile nicht in meiner Fahrzeugliste, in meiner Garage. Oh. Jetzt aber schon, finally. Und wir fahren auf Goodwood. Einer doch recht schnellen Strecke. Zumindest für dieses Auto hier. Ich glaube, für dieses Auto ist jede Strecke schnell, oder? Vielleicht hätte ich ein bisschen Leistungstuning reinpacken sollen, denn selbst mit Windschatten verliere ich sogar zu P1 gerade Zeit, der definitiv keinen Windschatten haben dürfte. Alter, wie geil ist der eine getuned? Der hat sogar die ganzen Karosseriekomponenten abgenommen. Okay. Rechtskurve ist voll. Okay, das ist so hart unepisch gerade. Oh! Okay. Gruseliger ist ja, dass ich trotzdem auf die Bremse steigen muss, obwohl ich eigentlich primär auf Reifen gegangen bin, was die Leistungspunkte angeht. Ich hätte mir erhofft, wenigstens da einen Vorteil zu haben. Hm. Also, das mit dem Mini läuft doch nicht optimal. Mal ganz kurz gucken, wie es mit der Schikane ausschaut. Oh, 6-3 hier nach dem Exit. Oh. Ja, das ist Quatsch. Gehen wir zum Tuning. Oh Mann. Ja, ich muss direkt, nachdem wir den M3 quasi in einer Tuning-Aufbau-Episode eingebunden hatten, direkt wieder zum Tuner. Aber was machen wir mit dem Auto? Also, Kotflügelverbreiterung oder so wäre ganz witzig. Ich schaue mir mal an, wie das denn hier genau ausschaut. Motorwechsel, warte mal. Okay. Alter. Okay. 235 Kilowatt Leistung, das ist ein Honda Civic Motor. Ach so. Ja, ist da eigentlich ein Laptop mit inkludiert oder nicht? Okay, das sieht schon mal cool aus. Breite Karosserie. Safe Call nehmen wir mit. Ich brauche halt sehr viel Leistung. Ich brauche wahrscheinlich nicht viel besseres als Komfort weiche Reifen oder so oder harte Sportreifen. Dann bleibt auf jeden Fall noch ein bisschen Puffer, bis ich dann an die 350 Leistungspunkte nochmal rankomme. Vielleicht würde ein Heckspoiler sogar noch ein bisschen Performance kosten. Ja komm, einfach mal ein paar Teile entfernen. Jawohl. Sehr schön. Ändert performance-technisch nichts. Jawohl, let's go. So ein Heckflügel. Sieht beides halt furchtbar aus, ne? Aber es gibt sogar extra Punkte dazu. Das auch. Also, wenn der Heckflügel wirklich noch Performance bringt. Okay. Dann bauen wir ihn aber definitiv nicht an. Wir nehmen mal harte Sportreifen direkt, damit ich weiß, wie viel Puffer wir nach oben haben. Das Ding ist halt, wir müssen dann die Sportreifen draufpacken, wenn ich mich dazu entschließe. Ey, sorry, dass mein Deutsch heute so furchtbar ist, ne? Ich bin heute komplett zerstreut. Ich erzähle euch gleich eine Story, die super, super witzig ist, aus meiner Sicht zumindest. Ja, warte mal. Ich muss halt aufpassen, wir müssen richtig viel Leistung rausbekommen, ohne zu viele Leistungspunkte zu holen. Und hier, das ist schon ein Riesensprung. Ich habe vorhin die Pizza aus dem Ofen holen wollen. So, in dem Moment kam auch der UPS-Mann, hat mir mein neues Lenkrad gebracht. Oh, oh, warte mal, ich habe eine Idee. Ey, das ist eine blendende Idee. Wir arbeiten mit Extragewichten. Ey, jetzt mal Hand aufs Herz, dieses Auto. Warte mal. Stufe 1 Gewichtsreduktion. Bringt sogar noch Performance, okay. Aber ich behaupte mal,
Ballast aufs Auto zu packen und trotzdem Tuning-Teile hinzuzufügen, bringt mehr als... Okay, wir probieren es einfach mal. Das Ding ist, dass ich halt glaube, bei dem Auto, wir brauchen halt Leistung. Und vielleicht ist er zu leicht für die Rennstrecke, in Anführungszeichen. Auf jeden Fall, hier Ofen ausgemacht. Ah, hier Postbote klingelt. Tür aufgemacht. Paket entgegengenommen. So, oh wait, ich wollte ja nochmal meine Pizza rausholen. Nehm mir einen Teller. Nehm mir ein Messer, um dann die Pizza entsprechend zurechtzuschneiden. Und was mache ich dann? Ja. Komm hier ins Büro. Und vergesse einfach die Pizza im Ofen. Wo ich mir halt auch denke, so, Alter, wie zerstreut, wie lost kann man nur sein? Antwort ziemlich. Ja, und bei solchen Situationen merke ich dann, okay, vielleicht ist das nicht mein Tag. Vielleicht muss ich mich irgendwann nochmal eine Stunde hinlegen, bevor ich dann irgendwas mache, wo ich potenziell andere Menschen in Mitleidenschaft ziehen könnte. Wie zum Beispiel Autofahren oder so. Und maybe sollte ich... Ich werde von denen angeschoben. Und maybe sollte ich zum Beispiel, wenn ich mein Auto für einen morgigen Trip laden möchte, das dann halt auch erst morgen machen und nicht jetzt schon. Also, wir sind definitiv deutlich konkurrenzfähiger als eben. Der Grund, warum ich meinte, ey, das Auto könnte eventuell zu leicht sein für... Oh mein Gott. Für die Rennstrecke ist halt, wir haben so ein niedriges Gewicht. Da würde vielleicht ein etwas höheres Gewicht nicht schaden. Bei der Kurvenlage, das könnte eventuell funktionieren. Beim Kartfahren ist es ja auch so, dass mehr Gewicht nicht unbedingt immer ein Nachteil sein muss in jeder Lebenslage, sondern manchmal kann es auch ein Vorteil sein. Auch wenn die Nachteile, würde ich behaupten, aber vielleicht würde ich da ein bisschen beißt, ein bisschen überwiegen dürften. Er hat einen Heckspoiler dabei. Also 2,5 Sekunden, aber das Ding ist, wir verlieren weiterhin Zeit. Nämlich ziemlich genau ab... Ja, geht so. Aber ich bleibe bei über 2 Sekunden Rückstand. Okay, nächster Schritt. Wir packen das maximale Gewicht durch Ballast rein, was hier nur geht. So. Zack, zack. 200 Kilo extra. Let's go. Und damit haben wir fast 9 Leistungspunkte wieder frei. Wobei ich gerade überlege, könnten wir das Gewicht nicht sogar eventuell einen Ticken nach vorne packen? Boah! Junge! So, damit haben wir direkt mal weitere 4 Leistungspunkte freigeräumt. Okay, das klingt gut. Wir könnten sogar teilweise... Wait, kann ich allgemein Medium-Reifen jetzt aufziehen? Krass, okay. Wild. Okay, perfekt. Ey, die Hinterreifen sind doch eh ziemlich egal. Weil FF-Motor vorne und hier Vorderachse wird angetrieben. Das heißt, ich könnte doch theoretisch einfach die schlechtesten Reifen hinten drauf packen. Weil es ist doch eh komplett egal, wie das Auto dahingehend performt. So, wir wollen auf jeden Fall mehr Leistung. Was ist, wenn ich den Kompressor verbessere? Boah, okay. Oder Kompressor überhaupt erstmal einbau. So rum. Turbolader. Ach so, okay. Nee, lass mal stecken. Wir müssen kleinere Brötchen backen. Rennauspuffkrümmer, ja. Voll anpassbarer Computer. Oh, bringt schon zu viel. Rennkurbelwelle. Das funktioniert. Ja gut, die Endkupplung und Spurenscheibe.
Bringt das so den riesen Effekt? Hochdruckkolben, Bohrung hoch. Nee. Das kann ich alles nicht gerade so einbauen, wie ich Bock drauf hätte. Vielleicht die Bremsen? Carbon-Keramik-Bremssystem, wild. Okay, vielleicht muss ich mit kleineren Upgrades erstmal schauen. Ja, die Aufhängung bringt mir, glaube ich, auch nicht so unglaublich viel, ne? Auf geht's. Dann machen wir das mal. Ich hoffe, dass wir jetzt leistungstechnisch gut mithalten können, weil viel mehr Leistung kriegst du hier nicht rein, es sei denn, du nimmst wirklich die Komfortreifen. Auf geht's. Ja, das wäre jetzt natürlich die Frage. Kann man jetzt die Komfortreifen mitnehmen und... Ich guck mal ganz kurz, wie sähe es aus, wenn ich hinten die harten Komfortreifen nehme. Dann haben wir nochmal 10 Leistungspunkte verfügbar. Okay. Merke ich mir. Ich dachte, okay, vielleicht wird das Event easy. Dann muss ich auf jeden Fall nochmal auf ein Sunday Cup Event ausweichen. So, dass wir nicht eine zu kurze Folge haben. Weil ich will jetzt auch nicht ein 10-Minuten-Video hier rausballern für Gran Turismo 7. Sei, wir haben ein cooles Multiplayer-Rennen oder so, aber das ist was anderes. Aber das scheint doch in sich eine Challenge zu sein, dieses Rennen. Und selbst wenn ich es jetzt gewinnen sollte, kann ich ja trotzdem nochmal ausprobieren, ey, wie kann man da nochmal ein bisschen extra Performance abrufen. Abfahrt. Das funktioniert. Alter. Okay. Also jetzt Hand aufs Herz. Das ist richtig, richtig geil. Ich finde auch diesen Naked Look sehr, sehr geil. Oh, das könnte auch eine Tuning-Firma sein. Das Unternehmen, bei dem ich mir die ganze Zeit überlege, das ist mein baldiges Klamottenunternehmen. Ich sage aber nicht, wie es heißt. Ich finde den Namen aber super. Okay. Mal liften. Hier komme ich eh nicht vorbei. Dann muss ich den Ausgang optimieren. Hallo, Mister! Hallo! So ein bisschen aller Mr. Bean rüberwinken. Ich könnte mir vorstellen, dass Mr. Bean auch so ein bisschen meinen Humor durchaus geprägt haben könnte. Ich glaube aber, sehr viel von meinem Humor stammt eher von Game One. SpongeBob, definitiv. SpongeBob auf jeden Fall. Ja, und die ein oder andere Nickelodeon-Serie. Sowas wie typisch Andy oder so. Das müsste Nickelodeon dann sein, oder? Hat er mir gerade Lichthupe gegeben? Du alter Schelm. Enge Kiste. Oh. Uiuiui. Ja, er probiert's. Kommt nochmal näher. Muss aufpassen. Eieiei. Okay, der Kerl ist wirklich, wirklich schnell. Komm schon! Oh Mann, der musste sogar schalten und ich nicht. Und trotzdem habe ich den nicht bekommen. Oh,
Okay. Ey, 49 Kilometer schon gefahren. Nice. Wiederholung speichern. So, wir machen den nächsten Versuch. Wir werden uns heute komplett dem Mini-Tuning widmen. Moment, weil ich glaube, beim Tuning-Händler gibt es dafür keine Option. Wir packen hier die Komfort-weichen, Komfort-harten Reifen drauf hinten. Und damit haben wir eine gewisse Freiheit, nochmal mehr Leistung hinzuzufügen. Ja, die Hinterreifen sind halt relativ egal. Beim Anbremsen sind die Vorderreifen belastet. Beim Beschleunigen, gut, da geht's nach hinten, aber trotzdem, die Vorderreifen sind die, die potenziell durchdrehen können. Ja, der voll anpassbare Computer würde trotzdem zu viel Leistung reinballern. Ja, wir könnten die Bohrung hochmachen oder Gnocchi wählen. Gnocchi wählen, lalalalalala. Nee, warte mal. Gott. So, Nockenwellen, 72 Kilowatt. Ja, komm, machen wir das und Bohrung hoch. Kann ich dann... Nee, kann ich nicht. Denn Bremsbeläge, ja, geht. Es bringt halt nicht so viel auf dieser Strecke, ne? Weil das ist halt relativ egal. Gibt's irgendwie ein Sportgetriebe oder so, was man einbauen kann? Oder irgendwas anderes? Kurz übersetztes... Ja, okay. Kurz übersetztes Getriebe bringt mir auch nicht viel. Oder würde mich über die Leistungspunktegrenze hinausbringen. Ja, ich kann eigentlich nur die Bremsbeläge mitnehmen. Machen wir mal. Also 72 Kilowatt Leistung. Schauen wir mal, wie es jetzt läuft. Vielleicht habe ich mich ein bisschen jetzt verskillt quasi, in Anführungszeichen, mit diesem Auto. Aber... Wo ist diese Eventreihe hier eigentlich? Oder das Event... Da! Clubman Cup Plus. So, das ist super gemeiner Zungenbrecher. Oh, da haben wir sogar noch ein weiteres Event. Ach, ich muss Sportreifen... Oh nee, ich bin doof. Ich bin unglaublich doof. Ja gut, da musst du aber hart fahren. Mal gucken, Ballastpositionierung. Was ist, wenn ich das ganz nach vorne mache? Nö. Was ist, wenn ich es nach hinten mache? Nö. Oh! Warte mal. Nee. Ja, 0,26 verloren. Ah, Luftfilter. Ah, ich muss so ein paar Sachen jetzt wieder zurückändern. Bremsbeläge sofort wieder raus. Braucht kein Mensch. Kupplung brauche ich eigentlich auch nicht. Ach so, das reduziert sogar noch die Performance. Ach so, ja, okay, dann. Auspuff. Hm. Bin ich nicht so super happy mit, bin ich ehrlich. Kann ich aber die Bremsbeläge wieder draufpacken. Oh, warte mal. Das Tuning-System in GT7 ist wirklich manchmal kompletter Quark. So, dann machen wir es so. 350 Punkte. Ach man, das für den Komfort-harten Reifen hinten wäre wirklich ein smarter Move gewesen. Aber dann müssen wir das Rennen tatsächlich einfach so gewinnen. Wo ich in der letzten Runde mehr Verteidigung zeigen hier. Ich finde es auch spannend, dass Brown wirklich auf den letzten Platz startet und dann auch nach vorne schießt und richtig Rambazamba macht. So, 1,6 Sekunden. Komm, push, push. So ein alter Mini ist aber auch was Feines. Also, das so mal als Auto, das man sonntags hin und wieder mal auf der Landstraße bewegt, wäre doch echt cute. Auf geht's. Brown jetzt schon auf der 5. Das ist gruselig. Ja, aber bleibt gerade noch auf der 5, das ist gut. Ich schaue auch auf den Ingame-Rückspiegel gerade, um zu sehen, wo er so ist. Und der ist gerade
immer noch hinter dem gelben Auto, also noch bin ich safe vor ihm. 1,1 nach vorne. Let's go. Schöner Exit. Brown auf 4. Nein. Oh oh. Oh, jetzt musste er auch in den vierten schalten. Das hat ihn ein bisschen Momentum gekostet. Komm, bleib vor Brown. Bleib vor Brown, Mensch! Was macht der denn? Brown! Musst du dann vom Gas gehen? Heftiges Lift auf Oversteer. Hier wird sich nichts geschenkt im Minicup. Gab es so Markenrennen in Gran Turismo 4, wo man schön Minicup fahren konnte mit den alten Cooper? Ich bekomme mittlerweile immer mehr und mehr Lust, auch mal Gran Turismo 4 zu let's playen. Es wird vielleicht zum Ende des Jahres passieren, mal schauen. Ja, Bro, er ist halt einfach... Also mich würde es interessieren, was für ein Tuning er verwendet. Da es KI ist, ist es doch eh erschummelt. Sag mal, was willst du denn noch machen, um mehr Top-Speed-Performance rauszukriegen? So macht man das, Kollege. Die Schikane ist entscheidend und das ist das Ding. Wupp, wupp. Okay, er hat die Hand vom Lenkrad genommen, um zu schalten. Ich dachte, er wollte auch jubeln. Let's go, Leute. Sehr schönes Ding. Boah, Alter, ey. Ja, sehr gut. Ja, so einfach kann es gehen. Leute, wenn ihr Spaß hattet bei dieser Episode, lasst kein Däumchen da, lasst kein Abo da. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Gran Turismo 7. Oh, schön. Bis demnächst. Ciao, ciao.